Oh, ah, okay, jetzt ist auch wieder dieses Licht anders. So. Schicker Zaun, Smoker. Könnte man eigentlich auch den Tag hier. Ach, guck mal, der ist jetzt auch hier drin. Was mit den Hühnern? Kann ich eigentlich raus schon, ne? Boah, cool. Also sieht ja schon cool aus. Boah, das Ding ist immer noch nicht fertig. Okay, jetzt ist alles vertrocknete Pflanze. Okay, vertrocknete Pflanze erhalten. Die kann ich sogar aufsammeln. Auch gut. Alles ja übel. Wie lange braucht der denn? Eine Woche oder? Krass. So, was ist das hier? Bringt beim Liefern etwas Geld ein. Er hat bestimmt nur 5 Dinger, oder? Oder 10? Ich denke ihm auf jeden Fall sehr wenig. Kann ich hier noch was einsammeln? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier rausgehe? Okay, ich komme direkt nach Lethe. Während des Silenz darf man nicht herausgehen. Oh. Okay, dann ist hier wohl. Aber ist ja krass. Dass man hier dann direkt nach. Ja gut, man soll dann halt wirklich nirgendwo anders rumrennen, denke ich. Na gut, ich hoffe, den Hühnchen geht's gut. Da gucken wir jetzt nochmal vorbei. Post haben wir nicht. Ich denke, die werden jetzt auch drin sein, oder? Oh, nur noch 2 Futter. Na gut, dann kann ich es heute gar nicht streicheln. Ja. Und sonst so? Was mache ich denn jetzt? So. Rein da. So, Moment. Nein, Plaster. So. Ich hatte doch hier schon. Habe ich überhaupt noch Getreide? Hier habe ich. Ich nehme mal alle mit und dann hier diesen Futtermacher. Brauche ich dann sowieso gleich noch 2? Hinter. Moment, waren das jetzt 6 Stück? Ne, einer. Okay. Okay, davon brauche ich mir jetzt auch schnell einen zweiten. Dass ich dann auch morgen das Futter habe. Für die guten. Moment. Futtermacher da. Immer noch einmal her. Hier haben wir nichts weiter. Nein. So, den stellen wir dann gleich daneben. Und dann haben wir auf jeden Fall immer 2-mal Futter am Tag. So, gut. Ja, und sonst können wir ja dann heute nicht viel machen. Weil da müssen wir auch definitiv Weizen anpflanzen. Na gut. Na komm, mal ein bisschen angeln. Wir haben ja Zeit. Gut. Ja, das war der Frühling. Oder beziehungsweise die erste Jahreszeit in Harvest Teller. Hat mir definitiv gefallen.
bin mal auch gespannt, was dann jetzt noch so passieren wird im Spiel. Ja gut, zumindest in Leta habe ich ja jetzt, glaube ich, alle Quests gemacht gehabt. Gut, vielleicht hätte ich jetzt auch mal in den Jadewald gehen sollen, wegen diesem Brief von dem Kind. Aber ich glaube, sonst habe ich da jetzt mit der Quest von Schirin und Berg alles erledigt gehabt. Ja gut. Kann ich, glaube ich, mit zufrieden sein. Das ist halt so das Problem, man. Ja, was heißt, also einerseits ist es ja schön, dass man nichts über das Spiel weiß. Aber ja, man hat halt dann auch immer so die Befürchtung, dass man irgendwas verpasst oder so. Oder ja, vielleicht habe ich jetzt irgendwas verpasst, was ich jetzt nur im Frühling machen kann. Ja, und das ist halt, na gut, man weiß es halt nicht, ne? Aber ja, mein Gott, dann ist es halt so. Es wird ja bestimmt wieder Frühling werden. Dann machen wir es halt dann nächstes Mal. Na gut. Ja, na gut, ich würde es echt sagen. Ich nutze die Zeit hier mal ein bisschen zum Angeln. Ein paar Fische fangen. Und ja, ab morgen geht ja dann hier die Feldarbeit los. Alles anpflanzen, vor allem dann auch mal gucken, was es so für neue Sachen im Laden gibt. Da wird es bestimmt irgendwas Neues geben. Würde ich jetzt mal denken, dass es da jetzt neue Samen gibt oder sowas. Aber habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich dieses schnellere Angeln echt toll finde im Vergleich zu der Demo? Ich glaube schon, oder? Okay, jetzt habe ich es gesagt, jetzt dauert es wieder länger. Ah ne, da beißt er an. Vielleicht kriegen wir ja auch hier einen neuen Rekord raus. Bis jetzt ja noch nicht. Und die Starkhafen, die kann man ja auch noch verkaufen. Dann gibt es sogar noch ein bisschen mehr Geld. War jetzt, glaube ich, nicht viel, aber ein bisschen mehr bekommen wir. Ach ja, genau. Und man kann ja dann auch mal morgen gucken, ob es hier dann neue Fische gibt. In der Jahreszeit dann. Weil in dem Meer gab es ja auch dieselben Fische nur. Und in der Chronomalie des Frühlings konnte man ja gar nicht angeln. Ja, ich bin mal gespannt, was sich dann jetzt alles mit morgen verändern wird. Bin ich wirklich sehr gespannt. Ob dann die Umgebung anders aussieht. Gut, ich denke mal, neue Quests wird es bestimmt geben. Oh, was bist du denn? Azursprotte? Ein wunderschöner azurblauer Fisch. Seine großen Flossen gleiten elegant durch das Wasser, als würde er durch die Lüfte schweben. An einem Auge weist er ein besonderes Muster auf. Okay. Wow! Ist das jetzt so ein Rare-Fisch gewesen? Ja, muss ja, aber ich habe den ja vorher noch nicht geangelt gehabt. Oh, cool! Hat sich ja richtig gelohnt, nochmal hier zu angeln. Das fetzt dir ab. Cool, freue ich mich. Nochmal einen neuen Fisch hier zum Ende des Frühlings. Oh ja, muss ja. Oh, ich hoffe mal, ich finde davon noch einen zweiten, weil ich würde gerne wissen, was der wert ist. Da beißt wieder was an. Immer Süßfisch. Oder kann man den vielleicht auch nur verkaufen? Was steht denn da? Ja, bringt. Okay, gut, man kann ihn nur verkaufen. Genauso wie die Krabbe, der Starkarpfen und die sind ja zum Kochen da. Ach ja, schön, schön. Aber jetzt mal nochmal so als Fazit. Bis jetzt gefällt mir das Spiel wirklich richtig, richtig gut. Also ich bereue es nicht, dafür mein Geld ausgegeben zu haben. Ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel. Kann ich auch eigentlich nur wirklich jedem empfehlen. Das macht echt Spaß.
Ist halt wirklich irgendwie Harvest, Stardew Valley in besserer Grafik und ja, halt auch so mit das Kämpfen ist halt cooler. Die Grundmalinen sind cool, dass du halt noch so Nebenquest hast. Gut, ich sag mal, die Nebenquest hast du ja so mehr oder weniger in Stardew Valley auch, aber da sind sie halt nicht so cool wie hier. Und du hast halt hier auch noch eine richtige Backstory noch nebenbei. Ja, doch, ist schon cool, gefällt mir. Echt wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel. Hat mich mein erster Eindruck. Ich weiß auch gar nicht mehr, wann ich den ersten Trailer gesehen habe, ob das bei der E3 oder auf der Gamescom war. Oder halt mal so. Aber ich meine, das war bei der E3. Dass ich da den Trailer gesehen hatte und ich dachte mir sofort, ey, das musst du spielen. Ja, und so war es dann auch. Ich habe es dann halt immer. Immer mehr hingefiebert. Oh ja, da ist er nochmal. Sogar mit einem neuen Rekord. Cool. Ja, halt immer mehr hingefiebert auf das Spiel hier und dann kam es ja, beziehungsweise dann kam mir erst die Demo. Und eigentlich wollte ich ja das Spiel auf dem PC spielen, weil ich dachte, ja, vielleicht, der kann dann vielleicht noch ein bisschen mehr Grafik rauszaubern als die Switch. Aber die Demo kam halt auf dem PC nicht. Und da ich es ja hier schon vorher aufnehmen wollte, ja, habe ich mich dann halt für die Demo entschieden. Dass ich halt die Demo dann so aufnehmen oder so rausbringen kann, dass sie dann halt mit Release kommt. Und ja, hat dann auch alles geklappt. So mehr oder weniger. Und ja, ich bereue es. Wie gesagt, ich bereue es halt auch nicht, mir es auf der Switch gekauft zu haben. Also. Ja, ist halt. Ich mag die Switch ja sowieso. Das ist halt von der neuen Generation die beste Konsole. Also klar, grafisch können sie mit der PlayStation 5 und mit der Xbox nicht mithalten. Da. Aber das ist ja auch nie der Anspruch von Nintendo gewesen, da irgendwie mithalten zu können. Aber die Konsole bietet halt wenigstens was Neues. Und die anderen beiden, ja, das sind halt. Eine verbesserte Version von dem Vorgänger. So, das war's. Und alleine, dass ich die Switch aus der Docking Station rausnehmen kann und dann im Handheld spielen kann, das ist halt richtig gut. Aber gut, darum soll's nicht gehen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja, ja gut, ich sag mal, man kann da jetzt hier mal so ein bisschen nebenbei quatschen, wenn man hier eh nur angelt. Ich finde auch die Spiegelung in dem Wasser so schön. Und dann halt diese roten Partikel, die dann hier immer rumfliegen. Das hat schon wirklich was. Richtig, richtig toll. So, da weist wieder was an. Mundankrabbe, Größe 7. Achso. Was mir aber auch noch im Kopf ist, mit Milika und ihren Eltern. Das wurde jetzt gesagt, da in Chatola ja irgendwelche Unruhen sind oder halt irgendwas passiert ist, wollten die jetzt erstmal nicht umziehen. So. Und Chatola ist ja die Stadt, in die wir als nächstes gehen werden. So, jetzt frage ich mich, wenn die Sommerchronomalie dann... Oh, genau, wow. Durchs Angeln die ganze Ausdauer. Auch gut. Okay. Nee. Ich frage mich, wenn da die Chronomalie dann alles erledigt ist, ziehen die dann um? Dass dann da Ruhe ist und dass die dann umziehen? Oder. Es wurde ja da auch irgendwie was gesagt, ja, der Laden läuft nicht so gut und deswegen wollen sie umziehen. Aber was denn für ein Laden, frage ich mich. Warum kann ich bei dem nicht einkaufen? Ich meine, das wäre dann vielleicht auch noch irgendwie so cool gewesen. Man musste halt dann eine bestimmte Menge Griller ausgeben und dann bleiben sie da. Oder halt irgendwie so. Wäre ja auch mal irgendwie noch so eine Quest-Idee gewesen oder sowas. Naja.
Ja, so ein paar offene Geschichten sind ja hier noch, was mit Melika noch passieren wird. Werden sie noch umziehen? Werden Berg und Shirin noch heiraten? All das und noch mehr. Oh. Neue Größe 20, cool. All das und noch mehr erfahren Sie nach der Werbung. Ach Gott, das war früher immer so schlimm. Wenn man halt irgendwie was geguckt hat und dann so die Folge war fast um, dann kommt Werbung so gefühlte 30 Minuten und dann kommen noch so 5 Minuten von dem, was man geguckt hat und dann war das vorbei. Oh, das war auch immer so schlimm. Ich meine, bei Dragon Ball Z war das immer so, ne? Oder nee, Quatsch, nee, bei Dragon Ball Z war das immer so, dass ich glaube, die halbe Stunde, die Folge, die lief durch, aber das aber zwischen dem. Oder war mal kam auch in den Folgen Werbung? Ich weiß es gar nicht, das ist schon so lange her. Also ich meine jetzt, als Dragon Ball Z ursprünglich ausgestrahlt worden ist um 19 Uhr, damals auf RTL 2. Irgendwann sind sie ja auf die geniale Idee gekommen, Dragon Ball Z auf. Ich hatte es mal irgendwie gelesen, dass es vor ein paar Jahren nochmal irgendwie im Fernsehen lief, dann aber nachmittags und dann mussten sie das halt irgendwie schneiden oder so. Das war halt das gleiche Problem mit Dragon Ball GT. Also, warum sie das am Nachmittag gebracht haben, verstehe ich bis heute nicht. Nachteil. Oder halt. Hat er dann das Ergebnis gehabt, dass Dragon Ball GT absolut unterirdisch gelaufen ist. Dadurch, dass ja fast die Hälfte der Folgen gefehlt hatten und die da waren, noch übelst geschnitten waren und so. Weil es dann nachmittags gekommen ist. Ach ja, eine der größten Enttäuschungen meiner Jugend. Dragon Ball GT. Naja. Aber ist halt so. Kann man nicht ändern. So, jetzt sind wir hier echt schon fast den ganzen Tag am Angeln. Mundankrabbe. Aber gut, wie gesagt, so kann man halt noch mal ein bisschen Geld machen und ja, was soll man sonst machen? Wenn klar, ich hätte jetzt auch gleich ins Bett gehen können, aber ach nö, muss ja nicht sein. Wenn man hier noch ein bisschen fischen kann. Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja dann auch noch bei irgendeiner Fee eine Quest mit Angel so und so viel und die werde ich ja dann schon mal haben. Das finde ich übrigens auch richtig, richtig toll, dass dass die Aufgaben, die in den Büchern sind, oh, 32er Größe, nice, cool, dass die Aufgaben in den Büchern auch rückwirkend zählen und nicht erst ab dem Zeitpunkt, wo ich diese Bücher freigeschalten habe. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Auch so eine richtig, richtig tolle Sache, diese, dass sie das so gemacht haben, dass es rückwirkend gilt. So, jetzt haben wir es auch schon fast 10 Uhr. Ich würde mal sagen, da komm, einmal angel ich noch und dann war es das. Heute. Aber es ist gut, wenn der Magen so ein bisschen gefüllt ist, dann regeneriert sich die Ausdauer schneller, wie ich es durchs Angeln verbrauche. Das ist auch gut. So, 27. Und was ich auch hoffe, dass ich möglichst bald die großen Steine auf dem Feld wegbekomme. Weil das halt auch alles so Platz, der halt verschenkt ist momentan noch. Und vor allem, ich könnte auch noch mal eine größere Farm noch machen. Ne? Was kostet? Ich glaube, 10.000 kostet das, ne? Ja, ist halt ganz schön teuer. Gut, das war's. Genug geangelt heute. So, dann packen wir mal hier noch alles rein. Boah, 11 Stück. Hier von 8. Und hier von 4. Na, ich hoffe mal, die bringen jetzt 500 pro Fisch. Das wär's ja.
Das wäre ein richtig gutes Startkapital. So, dann packen wir uns mal hier schon die Taschen voll. Das brauchen wir. Die Zwiebeln noch nicht. Oh ja, auf den Mais bin ich auch gespannt, ne? So, ah nee, Quatsch, das nicht. So, die Tomaten auch definitiv. Und die leider erst wieder im Frühling. So. Und damit haben wir dann 21 Fische. Naja, gut. Habe ich sowas hier eigentlich schon mal verkauft? Ich glaube nicht, oder? Ich meine, die Dinger können wir eh herstellen. Dann verkaufe ich sie. Mal gucken, was sie bringen. So. So, 10 Tomaten können wir machen. Wo mache ich denn die hin? Aber hier passen 6 hin. 7, 8, 9, 10. Wie kann ich das hier als Tomatendings machen? Und dann. Ja. Was? Gucken wir uns mal morgen früh dann alles an, wie wir was machen so. Okay, dann. Was ist eigentlich Aria? Ach da. Gut, dann schlafen. Oh Gott, oh Gott. Also, vertrocknete Pflanze 16. Also gut, hatte ich recht. 5 kriegt man dafür. Kleiner. Oh Gott, nein. Oh Gott, da war ich jetzt mal mega verpeilt. Kleiner Pilz, Holz, harter Stein, Monolith, Ei. Oh nein. Ich hab's in die falsche Kiste getan. Oh Mist. Okay, das ist doof, na gut. So, Starkarpfen 650, Mondankrabbe 360 und Azursprosse 340. Okay, die bringen jetzt auch nicht so viel. Und die Kugeln, ja gut, 20 pro Stück. Na gut.